Endlich ist es soweit. Endlich kommt ein Barbie-Video, ich mein Laser-Video auf meinem Kanal. Und im heutigen Experiment werden wir sehen, welchen Schaden der Laser auf diese Barbie haben wird. Vielleicht schaffe ich mit meinem Laser, ihr die Kleidung vom Leib zu brennen. Mein Laser ist bereits startklar. Ich bin ins Badezimmer gegangen, weil es hier keinen Rauchmelder gibt. Und die Barbie ist auch bereit. Die kann auch nicht mehr weglaufen. Lasst uns loslegen. Ich teste erst einmal, ob wir es schaffen, ihre Kleidung durchzulasern. Und jetzt kommt ihr schönes Gesicht. Freunde, keine Angst, die ist nur aus Gummi, die spürt keine Schmerzen. So sieht ihr Gesicht aus. Der Laser hat da ordentlich was durchgeschmolzen. Im Kleid ist auch ein Loch. Und schaut mal, sogar im Bein. Ich denke, wir haben uns jetzt warm gemacht. Jetzt lasst uns mal richtig loslegen. Wir nehmen uns mal den Hals vor. Ich muss etwas aufpassen, denn wenn der Laser auf die Fliesen tritt, wird der Strahl reflektiert und schießt auf mich. Also ich schaffe, die mit dem Laser zum Schmelzen zu bringen, aber nicht zum Brennen. Doch was ist mit den Haaren? Denkst du, die Haare werden brennen? Wir werden es gleich sehen. Freunde, ist das nicht ein klasse Laser? Ich denke, die Schauspieler aus Star Wars würden sich den zu Weihnachten wünschen. Ich schieße jetzt mal in die Haare. Freunde, 5 Laser, mit denen man Böller zünden kann an Silvester und ein 50 Euro Amazon-Gutschein verschenke ich unter meinen Abonnenten. Und das bereits am Sonntag. Wie man die Möglichkeit auf so ein Geschenk bekommt, einfach das Video anschauen und da wird das erklärt. Die Haare haben sehr gequalmt und auch geschmolzen, aber nicht gebrannt. Schaut mal, die ist komplett durchlöchert. Die Arme. Freunde, ich würde sagen, das Experiment war erfolgreich. Folgt mir auf Twitter und Facebook und wir sehen uns morgen. Ciao.